Ja, mein Name ist Stefan Brandner, wie Sie lesen können. Ich bin Justiziar der AfD-Bundestagsfraktion und habe heute mal einen Bewerbeaufruf zu starten. Ich bin nämlich noch auch Mitglied des Richterwahlausschusses, also des Ausschusses im Deutschen Bundestag, der dafür da ist, Bundesrichter zu wählen. Die nächste Bundesrichterwahl ist im Juli und da stehen einige Richter am Bundesverwaltungsgericht, am Bundesgerichtshof und ich glaube am Bundesfinanzhof zur Wahl. Vorgeschlagen kann werden grundsätzlich jeder, der die Voraussetzungen des deutschen Richtergesetzes erfüllt. Er muss Deutscher sein im Rahmen des Grundgesetzes. Er muss die Gewähr bieten, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung jederzeit einzustehen, die Befähigung zum Richter haben, also zwei juristische Staatsexamen und über die erforderliche soziale Kompetenz verfügen. Das ist natürlich auslegungsfähig. Außerdem müssen Mitglieder zum Bundesgerichtshof mindestens 35 Jahre alt sein. Vorgeschlagen wird man durch die Mitglieder des Richterwahlausschusses, also ich habe Vorschlagsrecht. Jetzt rufe ich mal auf und bitte uns doch Bewerbungen oder Interessebekundungen zukommen zu lassen von Richtern, von richterlichen Persönlichkeiten, die Interesse haben, vorgeschlagen zu werden. Man muss allerdings wissen, der Richterwahlausschuss hat über 30 Mitglieder, die AfD hat exakt eine Stimme. Also die Wahrscheinlichkeit, auf AfD-Ticket Bundesrichter zu werden, erscheint auf den ersten Blick nicht sonderlich groß. Zumal bei den letzten Sitzungen sich herausgestellt hat, dass vorher relativ viel ausgekaspert ist zwischen den Altparteien. Also von einer richtigen Wahl kann man da nicht sprechen. Gleichwohl stehen wir als Alternative für Deutschland für eine Alternative. Und deshalb möchte ich mal an gestandene Richterpersönlichkeiten draußen appellieren, vielleicht mal den Hut in den Ring zu werfen. Wir verfahren am besten wie folgt. Eine kurze E-Mail an uns, justiziariat@afdbundestag.de. Einfach nur mit Namen und Kontaktdaten und wir melden uns dann und sehen weiter. Also, nicht jeder, der zwei juristische Staatsexamen hat und über 35 ist, sollte das tun. Also es müsste schon eine gewisse Richterkarriere dahinter stecken. Ich bin mal gespannt, wen wir dann demnächst vorschlagen dürfen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ihr Stefan Brandner.